Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu einer, wie ich finde, ganz besonderen und für mich auch aufregenden Sache. Und ich denke mal, das ist auch für dich, für euch eine ganz, ganz feine Sache, was unsere Community in Zukunft doch deutlich stärken wird. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein paar andere Dinge loswerden. Zunächst einmal möchte ich meinen Kanalmitgliedern danken. Vielen, vielen Dank für euren Support durch die vergangenen Let's Plays, also B17, aber auch Dreadnoughts, U-Boat, sind einige neue Abonnenten hier auf dem Kanal gelandet. Das ist super, und vor allen Dingen auch einige Leute haben hier großzügigerweise eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen, was ich wirklich ganz, ganz großes Kino finde. Vielen, vielen Dank für euren Support, denn ihr seid letzten Endes dann die, die den Betrieb dieses Kanals hier überhaupt erst so in dieser Form möglich machen. Und jetzt vor kurzem zum Beispiel, also was heißt vor kurzem, vor ein paar Tagen, da musste ich mir ein neues Audio-Interface kaufen. Und es kostet auch gleich immer richtig Geld, hat mich 200 Euro gekostet, dass ich hier den Betrieb dieses Kanals aufrechterhalten kann. Und so kommen immer mal wieder Kosten, da ist jetzt die Internetrechnung und die Stromkosten gar nicht mit drin. Aber ihr wisst selber, so ein Rechner, der ist auch nicht ewig jung. Man muss also ständig Krempel irgendwie dazu kaufen, dass man die Games so zocken kann, wie sie für euch auch cool zum Anschauen sind. Dazu kommen natürlich Monitore, Mikrofone, weiß der Geier was, Stream Decks und. Also ein Greenscreen hinter mir seht ihr jetzt nicht, aber normal ist jetzt hier gerade eine grüne Wand hinter mir. Das sind alles Sachen, die kosten richtig viel Geld. Jetzt werde ich mit dem Licht auch nochmal ein bisschen ein kleines Investment tätigen und so weiter. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Ihr helft mir da einfach, diese finanzielle Last, die dieser Kanal neben der ganzen Freude, die ich damit habe, ist es auch einfach eine finanzielle Last. Ihr helft mir, das zu schultern. Vielen, vielen Dank. So, dann möchte ich noch ein paar Worte zum Programm loswerden. Ja, wie ihr gemerkt habt, ich habe richtig viel Spaß an Rule the Waves. Ich habe richtig viel Spaß an Grand Tactician. Ich weiß, gerade Rule the Waves ist grafisch da einfach ja auf einem Niveau, dass es nicht für jedermann was ist. Grand Tactician, finde ich, ist für jedermann, der irgendwie mit Strategiespielen zu tun hat, auf jeden Fall einen Blick wert. Unglaublich geiles Spiel, eines der besten Spiele, was ich wirklich ohne Scheiß jemals gespielt habe. Aber ich weiß auch, einige von euch, mal abgesehen von denen, die jetzt schon länger dabei sind, einige von euch sind jetzt vor kurzem zum Beispiel wegen Ultimate Admiral Dreadnoughts hier gelandet oder vielleicht B17 oder vielleicht auch U-Boat. Und dazu möchte ich doch noch ein paar Worte sagen. Also, ich weiß, Ultimate Admiral Dreadnoughts liegt jetzt schon eine Weile. Das wird auch immer mal wieder passieren, aber seid euch sicher, Dreadnoughts bleibt hier Bestandteil dieses Programms. Im Moment ist es so, dass die Entwickler ständig patchen. Also es kommen wirklich dauernd irgendwelche Patches, was ich gut finde. Der Modder kommt da natürlich irgendwie nicht hinterher. Von daher bin ich am Überlegen, das dann ohne Mod nochmal zu starten. Sei es drum, es gibt gerade so viel geilen Kram, von daher wird das einfach mal ein Momentchen jetzt nochmal liegen, aber seid euch sicher, dieses Spiel bleibt hier fest im Programm, und wollt ihr den Restart oder wenn es halt weitergeht mit Dreadnoughts nicht verpassen, ist immer wichtig, generell wichtig, auch um meinen Kanal zu unterstützen, aber auch für euch, damit ihr nichts verpasst, die Glocke bitte aktivieren. Das nächste Game ist B17. B17 ist ein tolles Projekt. Da haben wir ja auch unsere Avatare, die da mitfliegen. Das war nur so, dass das zum Let's Playen sehr unangenehm ist für mich. Also ihr habt keine Safe-Funktion während der Mission und es ist einfach super oft abgestürzt. Es war super glitschig. Ich weiß, die Entwickler, die haben da gepatcht. Ich würde aber, bevor wir da weitermachen, und da werden wir auch weitermachen, werde ich nochmal ein paar Patches abwarten. Das waren jetzt ein bisschen kleinere Sachen. Vor allen Dingen würde ich mir sehr das Grafik-Update wünschen, bevor wir da weitermachen. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, falls du es nicht abwarten kannst. Des Weiteren gibt es zu B17 einen Nachfolger. Ja, heißt der Bloody 100? Ich glaube, ja. B17, also das heißt jetzt ja The Mighty 8. Und der Nachfolger heißt Bloody 100.
Die 100. war ein Teilverband dieser 8. Luftflotte der US Army Air Force, die auf Schweinfurt die Angriffe geflogen hat und schwerste Verluste erlitten hat. Das Spiel kommt dann, wenn der Release, ich weiß leider nicht, wann der Release ist, ich hoffe mal dieses Jahr noch, dann wirklich mit brachialer Grafik und vorbereitend auf dieses Spiel ist letzten Endes auch das Mighty 8 Let's Play zu sehen. Aber ich möchte da nochmal ein paar Patches abwarten, einfach weil das so ein altes Spiel ist und ein bisschen schwierig ist für mich zu Let's Playen, weil da einfach viel schief geht und dann halt eben die Zeit, die ich da rein investiere, exorbitant nach oben geht. Der nächste Release, der ansteht, ist U-Boat. Das geht aus dem Early Access raus, endlich. Und ich habe jetzt schon alle Mods runtergeschmissen und wir werden ein Vanilla-Gameplay starten, ein Vanilla-Let's Play starten mit bekannter Besatzung. Möchtest du bei der Besatzung mit an Bord? Dann such dir mal in meinem Kanal. Findest du leicht bei den letzten Uploads. Musst du ein bisschen zurück scrollen. Ich werde es jetzt nicht verlinken. Man kann auch mal was selber tun. So finde ich das jedenfalls. Dann suchst du einfach mal das letzte hochgeladene U-Boat-Video und bewirbst dich da mit deinem Wunschnamen, mit dem du an Bord dann geführt werden möchtest, für meine Besatzung. Ich meine, nächste Woche ist da der Release und ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Was nächste Woche auch noch kommt, ist Manalords. Und ich wollte das natürlich auf den Kanal bringen. Jetzt ist es so, ich bin ein kleiner YouTuber, ich bin wirklich ein super kleines Licht. Und was soll ich sagen, ihr könnt es woanders gucken. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich werde es privat spielen. Es sei denn, ihr interveniert jetzt alle hier und schreit hundertfach yeah. Aber das lohnt den Aufwand nicht und das wird so wenig geklickt werden bei mir, da bin ich sicher, es sei denn durch irgendeinen komischen Move setze ich mich da doch gegen den Algorithmus durch, aber allein jetzt gibt es schon so viel Content und die großen Kanäle spammen das so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch beschlossen, es gar nicht zu gucken, ich will das dann selber entdecken, das Spiel. Von daher gucke ich das auch gerade nicht bei Kollegen, um mich da jetzt schon mal schlau zu machen, um dann bei Release schon vor der Crack zu sein. Was ich mir angucken werde, sind Tutorials dazu. Da empfehle ich euch den Kanal Strategus Xenophon. Falls ihr noch nicht abonniert habt, bitte lasst mal ein Abo und vor allen Dingen einen lieben Gruß da und auch da natürlich die Glocke aktivieren. Link zu dem Kanal findet ihr in meinen Videobeschreibungen bei mir und in den Kanal Empfehlungen. Der macht super Tutorials. Das werden die besten Tutorials da am Markt sein. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist das Einzige, was ich zu Manalords selber gucken werde. Und wenn ihr Let's Plays gucken wollt, geht einfach zu geschätzten Kollegen. Ich gönne das meinen Kollegen. Aber für mich ist es den Aufwand nicht wert. Tatsächlich einfach, weil YouTube explodieren wird mit Manalords und ich habe keine Lust, da im Ranking irgendwo JWD irgendein Video rauszuhauen, was keine Sau sieht. Und es sind nicht die einfach nur die Klickzahlen, die mich jetzt da, wo ich dann sage, so, ich brauche Klicks, Klicks, Klicks. Darum geht's gar nicht. Ich habe, wenn ihr mal guckt, also mein Rule the Waves Let's Play ist auch nicht mega oft geklickt und mein Grand Tactician Let's Play ist auch nicht mega oft geklickt. Aber das sind beides Spiele, wovon ich felsenfest überzeugt und Manalords wird ein Top-Spiel, keine Frage. Aber dieser Hype-Train, der ist so gigantisch, also man braucht mich da einfach nicht. Aber Rule the Waves und Grand Tactician, das sind so zwei unglaublich liebevolle, unglaublich geile Games. Vor allen Dingen Grand Tactician, falls du es noch nicht gesehen hast, guck dir dieses Let's Play an, guck dir dieses Spiel an, gib dem Spiel eine Chance. Das ist so brachial geil, wirklich, das ist einfach der Wahnsinn. Und diese Spiele brauchen meinen Support. Manalords braucht es nicht. Manalords braucht BZ Gaming einfach nicht. So, das ist eigentlich der große Punkt. Von daher werden wir Raum haben für die Projekte, die jetzt am Laufen sind. Vor allen Dingen U-Boat können wir dann richtig schön reinstarten. Da freue ich mich mega drauf. Das ist auch sehr zeitaufwendig. Das Spiel, die Feindfahrten, die werden aufwendig, zeitaufwendig und so weiter. Und dann gucken wir mal, was wir da an Mods überhaupt reinhauen müssen, was die Entwickler da alles mitbringen. Ich bin wirklich sehr gespannt und wir werden da, so Gott will, ein Vanilla-Game starten können, wenn die Entwickler alles das drin haben, was ich mir erhoffe.
So, was gibt's jetzt Neues auf B-Seiten Gaming? Wo sind wir denn jetzt? Eigentlich bei 10 Minuten, das ist so gut. Was gibt's jetzt Neues auf B-Seiten Gaming, was vor allen Dingen für dich, für euch super, super spannend wird? Ich bin einer Game Creator Community beigetreten, / Gamer Community. Es hat für mich konkrete Vorteile, dass ich mich einfach mit anderen kleineren YouTubern zusammentun kann, dass wir zusammen wachsen können, dass wir zusammen mit einer Stimme sprechen können. Also ich bin nicht mehr nur der Zeigefinger, sondern wir sind die ganze Hand. Und im Zweifelsfall ballen wir die zur Faust und stehen eben zusammen. Das ist einfach super, super wichtig, dass sich kleine Creator hier auf YouTube gegenseitig supporten, dass auch kleine Gaming-Studios supportet werden, Indie-Entwickler supportet werden und so weiter. Und wer mich kennt, der weiß einfach, das ist in meiner DNA, Indie-Gaming, Non-Casual-Gaming, einfach Spiele-Gaming mit Liebe und mit Herz gestaltet. Und ja, ich habe jetzt eine Community gefunden, wo ich einen Platz auf deren Discord-Server bekommen habe. Ich habe selber auch einen Discord-Server mal gestartet. Ich bin aber so eine Pfeife, der kriegt sowas einfach nicht gut hin. Ich kann das einfach nicht. Von daher ist der versandet, wie so viele Discord-Server, die einfach schlecht gepflegt sind, die versanden einfach. Jeder von euch kennt das, man hat 1000 Discord-Server in der Liste und man ist eigentlich nur auf einen oder zwei oder so. Und ich bin jetzt auf Falkenstein. Wollt ihr mich kennenlernen? Wollt ihr mit mir chatten? Dann schaut mal vorbei. B-Seiten Gaming hat auf Falkenstein einen eigenen Bereich. Das Geile ist, bei diesem Discord-Server, der ist sehr, sehr professionell geführt. Da steckt ein Programmierer dahinter, der das Ding ordentlich programmiert. Da ist ein Community-Manager dahinter, der das Ding moderiert. Ja, und das ist einfach super wichtig, dass ein professioneller Umgang, sage ich mal, mit diesem Medium Discord gepflegt wird. Das kommt euch einfach zugute, weil du bzw. ihr verbringt hier auf YouTube, auf meinem Kanal oder auf Discord oder beim Zocken mit Kumpels oder mit wem auch immer, verbringt ihr eure Freizeit. Das ist Lebenszeit, die extrem wertvoll ist für euch. Und da ist es einfach unerlässlich, finde ich, dass man in den YouTube-Kommentaren, das ist auch eine Maxime, die ich immer ganz, ganz hochhebe, und jeder, der sich da in irgendeiner Weise nur ansatzweise komisch benimmt bei mir in den Kommentaren, der ist instant gebannt. Lifetime. Weil ich finde, das ist einfach super, super wichtig, dass wir in unserer Freizeit miteinander sind, ja, aber das eben geil gestalten. Und das ist bei Falkenstein eben der Fall. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da aufgenommen wurde. Ich wurde da sehr, sehr herzlich aufgenommen. Es ist so, wie gesagt, B-Seiten Gaming hat da jetzt einen separaten Kanal, aber eben auch andere Creator. Der Phil von Strategus Xenophon, der ist da zum Beispiel auch. Da seht ihr auch, wenn neue Videos von uns hochgeladen werden, wenn ich mal spontan Livestream starte, das kann durchaus mal passieren. Kriegt ihr vielleicht nicht unbedingt bei YouTube mit, dann kriegt ihr das aber bei Discord mit und so weiter. News zu meinem Kanal und so weiter. Wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr Probleme, Kritik, Anmerkungen, Ideen, Spielvorschläge und sowas, könnt ihr mich viel, viel direkter erreichen als in den Kommentaren, weil wir uns einfach unterhalten können. Wir können einfach mal in den Sprachchat gehen und sagen, hey, was geht ab und so. Und meine Kanalmitglieder können bereits jetzt meinen Teamspeak-Server nutzen. Den stelle ich euch auch weiter zur Verfügung. Es wird aber auch für die Kanalmitglieder da auch nochmal, das ist jetzt eher mittelfristig zu sehen, ich bin da jetzt erstmal, sage ich mal, standardmäßig eingerichtet worden, und das werden wir natürlich weiter ausbauen, weiter dran feilen, was brauche ich, was braucht ihr, das muss man halt, es ist ein Prozess, in dem man das herausfinden muss, aber es ist geplant, dass für meine Kanalmitglieder dann auch auf Falkenstein eben, also beziehungsweise auf dem Discord von Falkenstein, eben ein privater geheimer Chat zur Verfügung steht, dass ihr einfach nochmal ein bisschen direkteren Draht zu mir habt, weil, wie gesagt, ihr seid der Grund, warum ich das so weiterführen kann. Und die Kanalmitglieder sind eben, was das Finanzielle betrifft, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da könnt ihr dann eben auch Kritik üben oder wenn ihr was vermisst oder ja euch vielleicht auch einfach ungerecht behandelt fühlt, als Kanalmitglieder könnt ihr mich da einfach super direkt erreichen. Und wir können auch einfach mal im Speak dann
ja, Real Talk machen und einfach mal ein bisschen quatschen. Mal gucken, vielleicht gibt es auch einfach ein bisschen Content dann noch für euch oder so aus meinem Privatleben dann bei Discord. Das werden wir alles mal sehen. Das ist halt alles ein Prozess. Ein großer Vorteil von Falkenstein für mich ist natürlich auch, dass wir als Content Creator da geschlossen auftreten können und uns an Publisher richten. Zum Beispiel habe ich jetzt auch den einen oder anderen Key mal angefordert. Ich möchte jetzt hier gar keine Namen nennen, das tut eigentlich nichts zur Sache und es ist auch verständlich, dass einfach, es gibt so viele YouTuber auf der Welt, ja, dass ein Publisher sagt so, jo, der ist uns zu klein, das interessiert uns nicht, der kann wiederkommen, wenn er 10.000 Abonnenten hat oder mehr. Das ist ganz normal. Aber als Falkenstein können wir eben dann ja, mit euch allen sozusagen da auftreten und sagen, guck mal, wir als Verbund, als Gemeinschaft, ja, als Bruderschaft haben da eben dann doch an die 10.000 Abonnenten und das ist doch dann eben ja, was man in die Waagschale werfen kann und letzten Endes uns zugute kommt, einfach weil wir gute Deals bekommen, zum Beispiel bei Games Planet, das ist dann eben ein Rabattcode gibt, den ihr dann nutzen könnt, um nochmal einen kleinen Rabatt herauszuholen bei Games Planet. Normalerweise ist es so, dass ein kleiner Kanal wie ich so einen Rabattcode gar nicht bekommt. Größere Kanäle, die mehrere 10.000 Abonnenten haben, die haben dann eben diesen Rabattcode. Ist halt ein bisschen das Problem. Ihr möchtet natürlich möglichst wenig für ein Spiel ausgeben, was natürlich verständlich ist halt, ja. Und dann haben große Kanäle mir gegenüber da einfach einen Vorteil, weil ihr sagt, guck mal, da kriege ich nochmal 5 oder 10%, mache ich doch das da. Das ist auch alles super, das ist auch alles in Ordnung. Aber dass wir einfach im Wettbewerb ein bisschen besser dastehen, können wir dann eben als Gruppe da auftauchen bei Games Planet und haben dann eben diesen Rabattcode trotzdem. Den könnt ihr dann eben verwenden und kommt dann eben der gesamten Falkenstein-Community zugute. Eine ganz tolle Sache. Seid gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ihr findet alle nötigen Links in meinen Videobeschreibungen, aber auch in der Kanalbeschreibung oder Kanalinfo. Da findet ihr die Links zu der Homepage von Falkenstein. Schaut euch da mal um. Den Discord-Link findet ihr da. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Discord aufschlagt und das Banner mit dem schwarzen B hochhaltet und da mal Hallo sagt und eben ja, als meine B-Seiten-Gamer mich da auch vertretet. Würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, dass wir uns bald im Chat lesen. Und ja, in diesem Sinne, ich bin sehr gespannt, was das alles bringt und freue mich auf ein Wachsen der Community, ein gemeinsames Wachsen mit den anderen Content-Creatern von Falkenstein. Vielen, vielen Dank an meine Kanalmitglieder, an Falkenstein und an alle Abonnenten für eure Daumen, für eure Kommentare, für eure Watchtime, für eure Treue in guten wie in schlechten Zeiten, die es sicherlich gab hier auf dem Kanal. Ja, und ich bin einfach froh, so tolle Titel wie Grand Tactician oder Rule the Waves hier für euch zu Let's Playen und ich freue mich mega auf U-Boat und wünsche euch ganz viel Spaß bei Manalord. Das allerdings bei geschätzten Kollegen. Wie gesagt, schaut bei Strategos Xenophon unbedingt vorbei. Lasst ein Abo und die Glocke da, dass ihr die Tutorials da nicht verpasst, weil die werden, wie ich den Kameraden kenne, mal wieder outstanding. In diesem Sinne, ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.